Die Reparaturen, die Sie am Fahrgestell durchführen, beschränken sich in der Regel ja auf den Ersatz von verschlissenen Bauteilen oder nach einem Bordscheintitscher vielleicht mal eine verbogene Spurstange ersetzen. Darüber hinaus gibt es aber auch viel größere Reparaturen am Fahrwerk, zum Beispiel nach einem Unfall. Jeder kennt diese bedrückenden Bilder von Unfallfahrzeugen. Bei Ihnen auf dem Werkstatthof stehen manchmal solche Fahrzeuge, wo die Front unter Umständen bis zum Beginn der Windschutzscheibe eingedrückt wurde. Fahrzeuge, die sich überschlagen haben, die gar nicht mehr richtig als Fahrzeuge zu erkennen sind. Diese Fahrzeuge kann man in 90% der Fälle tatsächlich noch reparieren. Das wird in Deutschland nicht immer gemacht. Warum? Bei Werkstattkosten von 100 bis 150 Euro für eine Karosseriebauerstunde kommt man ganz schnell in den Bereich, dass die Versicherung sagt, das ist wirtschaftlich nicht sinnvoll, das ist ein Totalschaden. Dann gehen diese Fahrzeuge in andere Länder sehr häufig und werden dort repariert, weil der Stundenverrechnungssatz wesentlich geringer ist. Bei uns gibt es aber auch diese Spezialisten und bei höherpreisigen Autos werden diese Reparaturen auch durchgeführt, weil der Totalschaden ist dann eben doch noch nicht eingetreten. Und wie macht man so etwas? Im Prinzip geht es darum, dass das Fahrzeug ja wieder so hergestellt werden muss, wie es am Anfang war, vor dem Unfall. Was die Karosserie anbelangt, ist das sicher auch nicht einfach, aber machbar, weil da geht es häufig um ästhetische Punkte, dass man sagt, das muss wieder gut aussehen, diese Fugenmaße müssen alle passen. Natürlich müssen die Türen leicht öffnen und schließen, da geht es auch um Sicherheit, aber nicht so sehr wie bei dem Fahrwerk. Beim Fahrwerk geht es nicht um ästhetische, optische Größen, sondern da geht es darum, dass das Fahrwerk bei einer Achsvermessung genau, exakt in den Toleranzwerten liegt, die der Hersteller vorgibt. Und das ist natürlich nicht einfach. Unterstützt werden diese Arbeiten von elektronischen Messsystemen, bei denen das verunfallte Fahrzeug auf eine Richtbank gespannt wird, richtig massiv festgeschraubt wird. Und ich kann dann dank elektronischer Messsysteme bestimmte Messpunkte ablesen, ihre geometrischen Daten, wo liegt dieser Punkt eigentlich? Und zwar nicht nur zweidimensional, also Breite und Länge, wo liegt er dort, sondern auch in der Höhe. Wir gehen in die dritte Dimension. Und diese Punkte sind von den Fahrzeugherstellern vorgegeben. Ich könnte sie auch an einem Fahrzeug, was nicht verunfallt ist, abmessen. Da sind die Punkte eben an einer definierten Stelle gegeben. Nach einem Unfall liegen viele dieser Punkte aber nicht mehr da, wo sie liegen müssten. Und die Kunst des Karosseriebauers ist es nun, die Karosserie und den Rahmen, wir haben heute ja selbsttragende Karosserien, also den mit der Karosserie verbundenen Rahmen, dahin zu ziehen, wo der Messpunkt ist, den der Hersteller vorgibt. Und das geschieht mit starken hydraulischen Zug- oder auch Druckvorrichtungen, mit Ketten, mit Spannvorrichtungen. Und das ist nicht nur handwerkliche Arbeit in meinen Augen, sondern das ist schon fast etwas Künstlerisches. Ich habe gesehen, wie Fachleute einen Totalschaden, nach deutschem Maßstab wäre das ein Totalschaden, wieder in eine Form gezogen haben, wo alle Messpunkte stimmten und wo es dann nur um die Karosseriereparaturen geht, wo man auch Bleche austauschen kann, neue Kotflügel einschweißen kann. Das ist dann die Folge. Die Reihenfolge ist immer, erstmal den Rahmen richten, dass alle Messpunkte stehen und dass die Lenkungsteile und Fahrwerksteile anmontiert werden können. Und wenn alles stimmt, dann kann auch die Karosserie entsprechend gerichtet oder repariert werden. Das ist eine Kunst. Dieses Fahrzeug wird, wenn es denn fachgemäß gerichtet wurde und repariert wurde, hat wieder die Eigenschaften eines neuen Fahrzeugs, nicht vielleicht zu 100%. Und das ist auch der Grund, warum, wenn so ein Fahrzeug verkauft wird, ja immer angegeben werden muss. Aha, es handelt sich um einen
größeren Schaden um ein Unfallfahrzeug. Nicht beim kleinen Datscher am Kotflügel. Das interessiert niemanden. Aber bei solchen größeren Schäden, weil die hundertprozentige Gleichheit mit einem Neufahrzeug ohne Unfall oder einem gleichaltrigen Fahrzeug ohne Unfall ist eben doch nicht gegeben, weil die Teile wurden verformt, es wurden Teile ausgetauscht, der Korrosionsschutz ist eingeschränkt und damit der Preis auch als Wiederverkaufswert gesunken. Also, diese Unfallschadensreparatur im Karosseriebau, sage ich schon, okay, im Fahrwerksbereich, also das Richten eines Rahmens, da habe ich Hochachtung davor und das bedarf wirklich der Kenntnisse und den Fähigkeiten und der Intuition vielleicht manchmal von Spezialisten, aber wenn das richtige Spezialisten sind, die machen aus einem Schrottauto wieder ein neuwertiges Auto, das sie auf den ersten Blick gar nicht als Unfallauto erkennen würden. Puh. Das war's. Ich habe versucht, Ihnen in den vergangenen Clips das Fahrwerk näher zu bringen. Ich habe bewusst Räder und Reifen ausgelassen, weil das würde die Thematik noch mehr ausweiten, kommt aber demnächst auch in einer Staffel vor. Und ich möchte Ihnen zum Schluss noch einmal Mut machen. Dieser Kanal gibt ja nur die Basis vor, den roten Faden, das Minimalwissen, manchmal noch etwas mehr. Wenn Sie mehr wissen wollen, und das hoffe ich, und das sollten Sie auch, nutzen Sie Fachbücher, Internet, Literatur, Meister, Freund, Gesellen, Lehrer, alles das. Gnadenlos. Fragen Sie. Es gibt keine dummen Fragen. Und Sie können auch hier im Kanal fragen. Ich beantworte diese Fragen. Wenn Lob kommt, bedanke ich mich, weil ich bin ein höflicher Mensch. Aber wenn Fragen kommen, beantworte ich sie auch ernsthaft, damit Sie sehen, ich nehme Sie ernst mit Ihren Fragen, mit Ihren Anregungen. Und das ist doch das Ziel unseres Kanals. Das ist das Ziel überhaupt aller Schulungskanäle im Internet, eine Kommunikation aufbauen. Ich spreche zu Ihnen, ich sehe Sie aber nicht, aber Sie können sich melden, indem Sie einfach einen Beitrag leisten. Und dieser Beitrag wird von vielen anderen ja auch gelesen. Und wenn es eine interessante Frage ist, antworte ich manchmal auch ausführlicher, weil alle haben dann etwas davon. Und deshalb bitte ich auch nicht auf meine E-Mail einzugehen, sondern immer hier im Kanal zu bleiben. In jedem Fall wünsche ich Ihnen für die Zukunft weiterhin alles Gute. Bleiben Sie im Kanal, geben Sie Informationen über den Kanal weiter. Schauen Sie auch in die Filme rein. Ein Film über Fahrwerk läuft bestimmt in Ihrer Berufsschule. Der ist richtig informativ mit zahlreichen Animationen. Und ansonsten wünsche ich Ihnen, falls Sie demnächst Prüfungen haben, alles Gute dafür. Und wenn Sie Prüfungen bestanden haben, ich würde mich ja auch freuen, wenn Sie sich einmal melden, sagen, hurra, ich habe meinen GP1 bestanden oder ich habe meinen Gesellenbrief. Alles Gute dafür für Sie und bis dann.